Einen herzlich schönen Abend hier aus Australien. Einen herzlich schönen Abend. Einen herzlichst schönen Abend natürlich. Herr Sprecher von Win, wir sind hier, bei den Seen hier mal vorzustellen. Ich glaube, ich aber nicht in der Reichweite sind. Ich glaube, die müssten eigentlich aufploppen, aber die ploppen hier noch nicht auf. Nämlich ab 17 Uhr müssten hier Samba trinken. Natürlich sein, dass die auch hier sind. Wenn jetzt ein bisschen die See so durchschauen, jetzt in den Abendstunden Australiens, dann noch ein paar Samba-Plätze finde. Ich habe hier auf den zwei Seen eigentlich ziemlich viel schon gefunden. Dammhirsch-Axis, Samba-Rotfuchs müsste auch drin. Schweinsis-Rotfuchs, Rotfuchs-Schweinsis, Dammhirsch-Schweinsis. Kann mal die bislang vermerken. Das ist ja, dass dieser Samba noch rauskommt. Das wird uns überraschen. Auch hier scheint noch Schwanz zu stehen. Dann werden wir dann später noch mal schauen. Und im See war ich noch gar nicht. Da runterreisen. Seht's? See hin. Heute habe ich's mit der Sprache. Gut. Stock findest du eh noch nicht. Im Notfall habe ich dann auch mein 80-Gerät mit, aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen werden. Wie gesagt, ich werde dann auch vorspulen. Das ist die vierte Folge hier in Australien. Wir bejagen jetzt schon jeden Tag was anders. Wie viele hier jetzt noch kommen werden, jetzt soll ich noch nicht einmal sagen. Dabei macht uns allen noch ziemlich Spaß. Wir werden halt mehr auf diese Samba und Schweinehirsche jetzt auf den Seen suchen. Ich noch gar nichts. Ah ja. Sollten die alle ankommen? Das ist teuer, oder? Jetzt drehen. Kann ich ihn halt nicht abschießen.
Er hat gesessen, würde ich mal sagen. Axisus habe ich auf jeden Fall schon an dir. Den habe ich schon in Argentinien gattert. Aber jetzt nicht unbedingt starten. Und die sind die jetzt klar. Wir nehmen jeden Tier mit. Ich brauche jetzt nicht 70 Tiers von einer. Wie gesagt, ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich schon ein bisschen auf den Great One Rothirsch. War nicht so massiv natürlich, aber ich habe sicher an die 400, 500 Rothirsche erlegt. Aber da habe ich das mit dem Herdenmanagement noch nicht gehabt. Ja gut, deswegen habe ich da alles weggeschossen. Da habe ich auch sicher 4, 5 Tiers habe ich da auch jetzt schon von den Rothirschen. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Freuen tut man sich natürlich. Aber ja, mir wäre jetzt mal anderes lieber. Huse und Samba oder so ein Schweinshirsch. Oder ein Gerät von. Ich fein. Schau mal, ob auf dem Server es dann irgendwann ist. Was ist nicht da bewachsen? Geht jetzt genau in die Richtung. Schauen wir mal, wo gehen wir dann hier als nächstes? Habe ich eh schon gesagt, da runter, gell? Oder habe ich für Samba, da könnte man dann hin. Gar nichts. Tisch. Wir werden schon was finden hier. Hoffentlich. Der Fuchs ist ja jetzt auch dringend Zeit. Ich jetzt nicht schaue ich. Jetzt im Rücken stehen, kann man die nicht spotten. Nicht anstrengend. Redig. Was auch schon hier? Was eigentlich schönes hier? Ja, dass da die Achse ist. Wasser.
Dann sind wir auch hier. Gut, haben wir eine Trinkzeit schon besiegelt. Sehr, sehr schön. Spots wechseln dann. Was denn? Dann einen Spot wechseln. Gut. Gefällt mir. So können wir das weitermachen. Wird auf jeden Fall ein Gold werden. Da ist auch was. Ja, spricht. Schweinshirsch. Den zu grinden könnten wir auch hier natürlich irgendwann einmal so leicht einen guten zu kriegen. Jetzt ist einmal ein bisschen Map kennenlernen. Wichtig. Trinkgebiete bei Schaufeln. Jo, also wir haben ganz gut bis jetzt die Ausbeute hier in Australien. Das gefällt mir. Schweizisch. Uxi. Das ist ein Gold mit. So. Seite. Da so tut. Erstmal hier, wo das See ist. Gibt's ja nicht mit dem See. Wo ist denn der? Irgendwo muss er ja sein. Oder? So. Was auch keine würden. Was?
arbeiten. Das ist. Könnte man auch mitnehmen auf jeden Fall. Den auch einmal zum Abchecken. Oh, Wind geht ja. Oh, dort sind eine Klinge. Springt. Bei 200 langsam zugehen. Musst warten. Gut, Finnland könnte noch einmal ein bisschen Schneetauben, Auerhahn und so jagen. Potenzial ist wirklich viel da hier, was wir machen können. Ich werde das wahrscheinlich dann eben, wenn Australien so ein bisschen durch ist, durchmischen. Dass ich da immer vielleicht 4, 5 Folgen mache von einem Ort, den nächsten 4, 5 Folgen im nächsten. Auch sagen, wenn ich mal einen Livestream mache, sage okay. Das ja, dass ich immer sage, hey, das Ganze live und nehme die Folgen dabei auf. Easy. Potenziell dann nichts. Eh auch schon wieder bin. Gut, schauen wir mal. Und ich sehe, wir auf dem See jetzt wenigstens was. Schwanz ist da. So hier. Schwanz. Samba. Ich habe noch keine drin, das von einem Rusa eigentlich. Mal schauen, wann die trinken.
20 sind hier was Samba? Ja, keine. Also tatsächlich. Tatsächlich ohne einen Abschuss hier wahrscheinlich beenden. Wollte ich jetzt nicht unbedingt abschießen. Gar nichts. Hier wieder nichts ist. Das ist das Einzige, was mir jetzt nicht so taugt. Jetzt waren wir mit 3, 4 Sees und da war überall nichts. Ja, das Abschluss, oder? Was ich was mit hab. Gut getroffen. Aber gut, schauen wir uns den nochmal an. Ansonsten war es dann eben das hier. Australien macht Spaß. Von den Tierarten macht es Spaß. Den finde ich hier sehe momentan nicht so. Weil jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Seen, glaube ich, durchgelaufen und an Samba gesehen, das ist natürlich zu wenig. Wenn ich drüber nachdenken. Das ist gar nicht, wie ich da ein Quallensetup aufbauen kann. Noch ein bisschen Barge auf der Karte. Schauen wir mal, vielleicht machen wir das nächste Mal doch irgendwas anders zwischendurch. Nur so eine Folge, irgendwas, dass wir uns was vornehmen. Vielleicht eine Büffeljagd in Afrika, eine Elchjagd in Finnland. Werden wir sehen. Vielleicht dann auch einfach nochmal. Einmal nur auf Rot- und Dammhirsch hier. Ach schon. Also getroffen. Und dort vor. Ja, nichtsdestotrotz. Hab ich ja. Aber schon mal kenne ich schon die Gruppe. Gut, dann war es von dieser Folge wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und schauen wir mal, wo und wann wir uns sehen. Bis dann.